Sport-Aids wird präsentiert von Schiessereinigungen, Karl Erb AG, Kübler Heizöl und einem starken Wirtschaftsteam aus Winterthur. Guten Abend miteinander. Willkommen zum Sportdate vom April. Sportdate, das ist die Sendung, die den Sport auf die Wirtschaft trifft. Und zu Zeiten von Corona senden wir nicht wie üblich aus dem Win 4 in Winterthur mit viel Publikum, sondern da aus den Studios von Teletop ebenfalls in Winterthur. Reden tun wir heute über Konsequenzen vom Lockdown, über die Auswirkungen von der Corona-Krise auf den Sport und auf die Wirtschaft. Und machen tun wir das mit dem Missionschef von Tokio 2020 von Swiss Olympic, mit dem Ralf Stöckli, und mit dem Gründer und CEO von Medbase, Marcel Napierala. Herzlich willkommen, Marcel und Ralf. Und dazu haben wir wie immer noch ein Crowdfunding-Projekt. Ein Verein, der Geld sammelt auf lokalhelden.ch. Der Vereinsfilm, wo wir jeweils euch auch zeigen, wo wir einen Verein vorstellen, haben wir leider nicht können, weil zurzeit wir keinen Sport treiben und darum haben wir nicht können filmen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Marcel, wie geht es dir? Wie geht es in dieser Situation? Ja, schon besser als auch schon. Also vor ein paar Wochen war bei uns die Situation sehr angespannt. Wir mussten sehr schnell reagieren, weil halt, ja, entschieden wurde, dass man Betriebe absetzen muss. Und das ist uns sehr gut gelungen. Und ich bin sehr happy, dass unsere Organisation das so verlitten hat. Ja. Ralf, bei euch bei Swiss Olympic, die Stimmung? Ja, nach einer sehr hektischen Zeit ist es auch ein bisschen ruhiger geworden. Man ist ein bisschen in die Phase hineingekommen, wo man jetzt wieder in die Planung hineingeht, nach ein paar wichtigen Entscheidungen für uns. Einerseits, wenn wir uns als Nationales Olympisches Komitee anschauen, als Dach vom Verband vom Schweizer Sport, sind wir natürlich noch voll im Wirbelsturm. Mhm. Jetzt hat der Bundesrat gesagt, oder, wir lockern auf. Was heisst das jetzt für dich speziell? Noch nichts, oder? Du musst warten, bis der Sport dran ist. Ja, also wir warten nicht. Nein, wir haben einen klaren Auftrag gefasst vom Bundesrat, eben genau ihnen ein Konzept vorzulegen, wie dass man die Sportaktivitäten, Vereinstätigkeiten wieder aufnehmen zusammen mit den Schweizer Sportverbänden. Und das wird die wichtige Arbeit sein, die wir jetzt die nächsten Tage zu erledigen haben. Und was heisst das konkret? Was müssen wir machen bei diesem Konzept? Ja, das Konzept der Inhalt ist nicht definiert, aber wir müssen können aufzeigen, wie die einzelnen Sportarten die Hygienemaßnahmen vom BAG können umsetzen können. Also, gehen wir in ein Fitnesscenter, gehen wir auf einen Fußballplatz oder auf einen Tennisplatz. Sehr unterschiedliche Sportumfelder, und da wird es verschiedene Schutzkonzepte brauchen. Und das ist jetzt der Auftrag, also Cluster zu bilden von Sportarten, ähnliche Sportarten, und dann die Massnahmen definieren. Jetzt hat es aber Leute gegeben, die gesagt haben, das Bundesamt für Sport und das Swiss Olympic, die haben geschlafen. Die bringen erst jetzt das Konzept für den Sport und es geht erst im Mai los. Haben die geschlafen? Das kann man so nicht sagen. Wir waren im sehr intensiven Austausch mit dem BAG und hat gewusst, dass in der Strategie vom Bund der Sport nicht am Anfang wird kommen. Die Strategie gewählt, wir warten mal ab, wie der Dreiphasenplan aussieht, wie der zeitlich auch abgestuft ist, wo der Sport eingeordnet wird. Und auf dieser Grundlage ist man jetzt am Arbeiten. Ich glaube, da hat man Zeit für sich genutzt, die Überlegungen bereits zu machen. Es ist schon vieles auf Papier, dass man dann wirklich bereit ist, wenn der Sport auch drankommt. Das hat ja auf euch auch Auswirkungen. Medbase, ihr seid ein medizinisches Zentrum, das Prävention, das Training anbietet, medizinische Unterstützung natürlich. Ja. Wie spürt ihr, dass dort der Sport runtergefahren worden ist? Ja, also natürlich die ganzen Sportler, die bis anhin sehr frei zirkuliert sind bei uns, in medizinische Behandlungen, therapeutische Behandlungen gekommen sind, gemischt mit sage jetzt, normalen Patienten, die sind natürlich auf null runtergefahren worden. Oder? Also die sind sofort kontaktiert worden, dass man die medizinischen Massnahmen nicht mehr so vollziehen kann. Ausser das wäre ein Notfall gewesen und dringliche Massnahmen. Und das war vor allem für die Mitarbeiter ganz schwierig gewesen, weil man ist nachher den Sportler dran als Betreuer, als Arzt, als Physiotherapeut, als Masseur. Und auf mal sind die Leute weg. Und das ist noch recht schwierig zu handeln. Jetzt der Lockdown im März, der gekommen ist. Du hast 103 Zentren in dem Sinn, also über 50 medizinische Zentren bist du Chef, plus Apotheken.
Wie fährt man jetzt? Wie geht man da damit um? Was hast du gemacht? Ja, das war eine ganz schwierige Übung. Das habe ich auch zuerst mal dürfen machen müssen im Leben. Und, ja, wir sind sehr eine flach organisierte Firma. Und für einen hat man das müssen kehren. Also man hat doch hierarchisch müssen sein. Man hat müssen mit Taskforce arbeiten, mit Krisenstab arbeiten. Ich sage, der Ton ist vielleicht ein bisschen ruppiger geworden. So, ich bin so nicht unbedingt bekannt, dass ich so klar und schnell vorwärts gehe. Es hat aber gut funktioniert und die dezentrale Organisation hat das gut geschluckt. Das hat mich sehr gefreut. Ja. Und dann haben wir auch online-mässig oder hat man sich dann gleich ein bisschen zu Sitzungen getroffen? Oder? Das ist ein positiver Effekt. Oder also Sitzungen, klar, immer mit 4 Meter Abstand hat man gewisse Themen können live machen und sonst haben wir sehr viele Videokonferenzen gemacht. Und was sehr positiv ist, dass wir eine gewisse Disruption spüren. Also unsere Ärzte und Therapeuten haben mit Video- und Telefonkonsultationen verschaffen. Und das ist eigentlich noch ein positiver Effekt von dieser Corona-Krise, wenn man es so darf sagen. Mhm. Finanziell, ihr seid im Januar mit der Hirslander Gruppe eine Kooperation eingegangen. Also sie decken den stationären Bereich ab, ihr ambulant, genau, hat mir das Wort gefällt. Mhm. Jetzt, Hirslander musste Kurzarbeit anmelden. Wie sieht das bei euch aus? Ja, es sind natürlich viele Spitäler. Wir arbeiten ja mit 6-7 grossen öffentlich-rechtlichen Spitälern zusammen, so wie mit der Hirslander Gruppe. Und für die Spitäler ist das mega schwierig geworden, weil sie natürlich die Notfallbetriebe so runtergefahren, dass die Auslastungen sehr gering wurden. Dementsprechend mussten sie Kurzarbeit anmelden. Wir haben uns lange gewehrt vor diesem Schritt in der Apotheke. Also wir in Apotheken, dort mussten wir keine Kurzarbeit anmelden. Und jetzt haben wir einen gewissen dezidierten Standort, der vor allem sehr therapeutenlastig ist, auf Deutsch gesagt, haben wir die Kurzarbeit angemeldet. Ja. Mhm. Ralf, bei euch auch, oder, ist vor allem natürlich das Abfahren vom Sport, das ist der Spitzensport, der Vereinssport, aber natürlich auch die Verschiebung der Olympischen Spiele. Was hat das mit dir gemacht, denn die Verschiebung? Oder mit deiner Organisation, mit Swiss Olympic? Ja, es ist in der Zeit, wo noch nicht entschieden wurde, ist für mich auch habe den Druck gespürt, der gewachsen ist. Die Athleten und Athletinnen, die Klarheit wollen, die sind immer noch unter ganz schwierigen Bedingungen am Trainieren gewesen. Wir haben auch die nationalen Verbände, die sich organisieren mussten, die nicht gewusst haben, ob die Qualifikationswettkämpfe, wo es um Quotenplätze geht, noch stattfinden. Da hat es einen Entscheid gebraucht. Und da waren wir sehr intensiv im Austausch mit dem IOC, um den herbeiführen mit ganz vielen anderen nationalen olympischen Komitees. Das hat uns mal 2 Wochen ziemlich beschäftigt. Gleichzeitig ist das ganze Hilfepaket gelaufen. Dort war vor allem das Bundesamt für Sport im Lied, die 100 Millionen. Soforthilfe für den Schweizer Sport. Also es ist eigentlich, sag ich mal, auf 2 parallelen Schienen sind die Themen gelaufen in dieser Zeit. Und was ist denn jetzt, wo die Absage gekommen ist, was hast du denn gemacht? Was war dein Job gewesen? Sehr viel kommunizieren, mit den Leuten reden, mit den einzelnen Verbänden, was heisst jetzt das, wo haben wir bereits Antworten, ihre Fragen aufnehmen, ihre Ängste, ihre Bedürfnisse. Also es ist wirklich der Marcel hat es gesagt, oder? Man ist in dieser Zeit ist man vor allem im Kommunizieren. Teilweise muss man auch entscheiden, top-down, vielleicht, auch wenn man das so weniger macht. Aber ich habe gemerkt, dass es hohes Bedürfnis an Kommunikation war. Mhm. Und jetzt, was bedeutet, an was bist du denn jetzt? Jetzt hat man das verschoben um ein Jahr. Mhm. Was heisst das für dich? Also was heisst die Arbeit, die du jetzt machst? Wir hoffen, dass wir vieles, was wir jetzt schon investiert haben, dass wir das übernehmen können. Aber das wissen wir noch nicht genau, wie das Konzept aussieht. Wird das Athletenvillage so noch vorhanden sein? Werden die Wettkampforte so noch bestehen? Fliegt Swiss noch im Sommer 2021? Gehen wir davon aus, ein wichtiger Partner für das Schweizer Team. Also ganz, ganz viele Fragen, wo wir noch keine Antworten haben und wo wir jetzt so schnell wie möglich Antworten haben müssen und dann die Planung entsprechend anpassen. Mhm. Ihr müsst einen Haufen Verträge auch anpassen. Mhm. Marcel Napierala, ihr arbeitet ja zusammen, oder? Ihr seid verbunden. Der Patrick Noack arbeitet bei euch, der Chefarzt ist, Delegationschefarzt von Swiss Olympic. Wie muss man sich die Zusammenarbeit denn da vorstellen? Ja, das ist eine Zusammenarbeit, wo vor allem der Sportler im Fokus soll stehen. Oder Patrick ist ein versierter Sportmediziner, arbeitet bei uns schon seit langen Jahren als Leiter von einem grossen Zentrum in Abtwil. Und für uns ist wichtig, dass wir eben auch in einem Verband mitarbeiten können. Also, dass wir Ressourcen können zur Verfügung stellen können. Also, es ist nicht nur der Patrick, es sind auch andere Mitarbeiter, die dort tatkräftig mithelfen. Sibyl Matter als Frau, also als Ärztin, die für Frauensport vor allem tätig ist. Und uns ist das wichtig, oder, dass wir dort etwas Kleines dazu beitragen können, damit eben der Schweizer Sport auch ein bisschen
weiterkommt, neben dem Engagement mit Vereinen oder anderen Verbänden. Das ist immer schwierig, oder? Weil am Schluss, das merkt man gerade in dieser Zeit sehr heftig, oder jetzt fährt es an verrebeln und an wackeln. Und die Leute bekommen Angst, oder? Weil jetzt merken sie, die Ressourcen, die sie bis anhin hatten, werden die Frage gestellt von vielen Unternehmen, Unternehmern, die halt jetzt auch noch ein bisschen andere Sorgen haben. Wir werden probieren, unsere Engagements so weiterzuziehen wie bis anhin und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Und das heisst, dass ihr einen Teil vom Lohn von Patrick Noack quasi übernehmt, ja. Damit er, und von der Sibylle Matter auch, dass sie dann das quasi ein Sponsoring. Jetzt eben die Zukunft vom Sport, also und auch die Verbindung, Ralf, was bedeutet jetzt der Einschnitt vom Sport, von der Wirtschaft auch, der Einbruch von der Wirtschaft für den Sport? Ich tue nicht gerne schwarz malen, aber ich glaube, der Sport, gerade die kleinen Sportarten, die hauptsächlich aus Sicht nationaler Verband gesprochen, von Lotteriegeldern, von Bundesgeldern, die werden das im 21. brutal zu spüren bekommen. Mehr als Dachverband, Lotteriegelder haben wir schon mehrfach gehört jetzt in den Medien, die brechen total ein. Wir sind abhängig von denen, dass wir die Gelder weitergeben können. Und das wird man verzögern, wird das der Sport, viele kleine Sportarten zu spüren bekommen. Andere spüren es jetzt schon, der Fußball, der nicht spielen kann, ist okay, wo die Saison abgebrochen hat. Das sind unmittelbare Schäden. Aber das andere kommt das ein bisschen anzyklisch zu dieser Herausforderung, die wir jetzt drin stecken. Was das für Auswirkungen hat, das ist ganz schwierig. Das kann man, glaube ich, in keiner Branche schon abschliessend sagen. Aber wird es so sein, dass man den Sport runterfahren wird? Dass man das Gefühl hat, man muss alles reduzieren? Nein, auf keinen Fall. Das dürfen wir sicher nicht machen. Ich finde, der Sport hat eine wichtige Funktion in unserer Gesellschaft. Eine sehr wichtige Funktion, vor allem wenn man auch die Jugendlichen sieht, oder, die sich nicht nur als Spitzensportler üben und dorthin bewegen. Das dürfen wir auf keinen Fall machen. Ich glaube, gerade jetzt, während der Krise, ist es wichtig, dass man probiert hat, in Bewegung zu bleiben. Und ich glaube, es wird umso wichtiger werden, nach der Krise, dass der Sport den Stellenwert wieder bekommt oder kann erhalten, den er schon hatte. Was muss denn passieren, dass das stattfinden kann? Muss der Bund noch mal mehr geben? Sponsor ist auch schwierig, oder? Weil die zum Teil finanzielle Probleme haben. Was muss passieren? Ja, ich glaube, man darf sie nicht nur auf den Bund zurückschieben. Ich glaube, der Bund hat aus meiner Sicht in vielen Bereichen einen sehr guten Job gemacht. Es ist schon nicht gerade alltäglich, dass so etwas passiert. Und ich glaube, man muss hier sehr sorgfältig mit diesen Ressourcen umgehen. Da braucht es alle ein bisschen dazu. Es braucht, glaube ich, eine Konsensbereitschaft von Vereinen, von Einzelsportlern, von Sponsoren, sowie aber eben jetzt auch vom Bund, dass man einfach gemeinsam die Lösung erzielt. Das wünsche ich mir, dass man an einem Tisch sitzen kann und gute Lösungen für den Sport, für die Sportler findet. Oder? Und das ist, denke ich, momentan so, was ich auch von dir gehört habe, eine sehr grosse Herausforderung, dass man das so auf eine faire Art und Weise so macht. Ja. Hat denn der Sport, Ralf, in deinen Augen, eben man hat gesagt, der Bundesrat hat in dieser Pressekonferenz nicht über den Sport geredet, das war gar kein Thema gewesen. Hat denn der zu wenig Stellenwert bei uns, nach wie vor? Also es ist schon logisch, wenn man im Sport tätig ist, fällt einem das auf. Es kann nicht sein, dass nicht über den Sport geredet wird. Das ist so ein wichtiges Fundament für unsere Gesellschaft. Andererseits haben das ganz viele Branchen natürlich können sagen. Es ist nicht über sie geredet worden in dem Moment. Da muss man ein gewisses Verständnis haben. Aber der Marcel hat gesagt, der Sport ist so wichtig. Es gibt so die wirtschaftliche Perspektive oder die gesellschaftliche Perspektive. Ich glaube, da dürfen wir auch etwas Positives sagen. In diesen dunklen Zeiten haben wir ein unglaublich starkes Fundament im Schweizer Sport. Die Vereine, der Aufbau, den wir in der Schweiz organisiert haben, ganz, ganz viel Ehrenamt drin. Das wird erhalten bleiben, da bin ich überzeugt. Auf diesem Fundament können wir aufbauen. Und ich glaube, das stärkt das ganze System von unten her. Das Jugend und Sport, das einmalig ist. Wenn ich im Ausland unterwegs bin, erzähle ich jedes Mal über das Jugend- und Sportsystem in der Schweiz, wo der Bund 110 Millionen investiert in ganz, ganz viele Sportarten. Ich glaube, das wird uns helfen, da die Zeit durchzukommen. Wie erlebst du das jetzt in der Wirtschaft? Oder? Man weiss, man ist Sponsor, man unterstützt. Ist das der Sport das Erste, wo dann quasi das Sponsoring wegfallen würde, wenn man eben in eine Krise kommt?
Nein, überhaupt nicht. Also, gut, das hat vielleicht auch ein bisschen mit unseren Gen zu tun, von unserer Firma. Wir sind doch mit dem Sport gross geworden und wir wollen im Sport etwas zurückgeben. Das ist wichtig. Aber ja, ich werde weder das eine noch das andere jetzt heute ausschließen. Wir müssen sicher auch überprüfen, ob alles adäquat ist, was wir bis anhin gemacht haben. Aber es gibt sicher Themen, die wir vorher werden wegschneiden auf Deutsch, bevor der Sport kommt. Darum sage ich, wir stehen voll hinter dem Sport, vor allem auch bei der Förderung von jungen Menschen. Und darum hat das absolut seinen Platz auch bei uns verdient. Also, da werden wir keine Einschnitte machen. Eben, im Sport hat es ja 100'000 Arbeitsplätze, Vollzeitstellen. Es hat einen Umsatz von, was habe ich gezahlt, über 2 Milliarden, glaube ich, im Jahr, wo der Sport 22,2 Milliarden, Entschuldigung, das Zettelchen nicht gefunden, von lauter Aufregung, 22,2 Milliarden, also es ist ein grosser Wirtschaftsfaktor, ebenfalls auch der Sport mit seinen Arbeitsplätzen. Und wie wichtig eben nicht nur der Spitzensport ist, sondern der Vereinssport, der Breitensport, das haben wir jetzt ja gehört, wie wichtig für die Gesellschaft ein Verein, der sich extrem Mühe gibt, eben auch die Jungen an die Spitze herzuführen, Breitensport zu machen, ist der Badminton-Club Adliswil. Und der stellt sich vor für das Crowdfunding auf lokalhelden.ch. Wir wollen den Sport der Jugend näher bringen und dafür Verantwortung übernehmen. Weil ohne Strategie und Unterstützung aus der Region kann unser Sport nicht weiter wachsen und erfolgreich sein. Den Fokus wollen wir auf den Nachwuchs legen. Wir wollen als Vorbild vorangehen und wollen Verantwortung dafür übernehmen, um unseren Leistungsspielern und Junioren eine passende Plattform zu bieten. Nur so können sie sich weiterentwickeln und haben die Möglichkeit, sich im richtigen Spitzensport zu orientieren. Um die Vision umsetzen zu können, müssen wir unsere internen und externen Strukturen ausbauen. Um exzellente Trainingsbedingungen zu schaffen, brauchen wir nicht nur motivierte Trainer, sondern wollen für die Nachhaltigkeit auch selber Trainer ausbilden. Weiter brauchen wir Topspieler als Sparringspartner, sodass unsere Spieler auf höherem Niveau gefordert werden. Für diese zusätzliche Ausbildung brauchen wir natürlich auch mehr Verbrauchsmaterial wie Schüttel. Damit wir unsere Ziele und Vorhaben erreichen können, brauchen wir 8'000 Franken. Mit diesem Betrag könnten wir unsere Vision wahr werden lassen. Wir brauchen eure Unterstützung. Zusammen können wir etwas bewegen und Grosses erreichen. Werdet ein Teil davon. Also Vision 2025, 8'000 Franken werden gesucht oder gebraucht, um diese wunderbare Vision umzusetzen. Bei mir ist jetzt der Präsident des Badminton-Club Adliswil, Adrian Sutter, herzlich willkommen. Es ist eine grosse Vision, eine spannende Vision, die ihr hier habt. Wie wollt ihr das jetzt genau angehen? Genau, unsere Vision 2025, da geht es noch weiter. Unsere Vision 2020, die man bis jetzt umgesetzt hat, sollte in der nächsten Phase kommen. Unsere Junioren, die jetzt auf dem Weg sind, an die nationale Spitze, die wollen wir weiter fördern. Und das Ziel, dass die auch weiterkommen, ist, mit ausländischen Profis, mit Elitespielern vom Ausland, denen die Chance geben, dass sie von denen profitieren können und dass wir die externen Profis quartalsweise ins Land holen können, dass unsere jungen Spieler so weiterkommen und bald auch wie die erste Generation jetzt in der Elitemannschaft bei uns mitspielen. Jetzt, das sind hohe Ziele, ihr seid sehr ambitioniert. Was hat der Lockdown mit euch gemacht? Ja, das hat uns schwer getroffen. Wir haben die Nazi B-Saison mit unseren jungen Spielern dominiert, haben 19 Punkte Vorsprung auf der zweiten. Was uns noch gefehlt hat, ist das Playoffs, Qualifikationsspiel zum Aufsteigen, wo wir ziemlich zuversichtlich waren, dass wir das werden können. Leider ist es abgesagt worden und es sieht im Moment so aus, als müssten wir noch eine dritte Saison ACB spielen. Trifft uns von dem her auch von den Spielern. Wir haben viele junge, motivierte Spieler, die wir können weiterbringen können, die jetzt allenfalls auch werden abspringen und zu einem anderen Nationalverein gehen. Also ein grosser Einschnitt. Und jetzt sammelt ihr Geld auf lokalhelden.ch. Ihr kommt, wie alle anderen auch, die bei uns zu Gast sind, von diesen Vereinen, die sammeln, auch einen Zustupf über einen Startschuss von 500 Franken. Der Scheck kommt von Desiree Schiess, Geschäftsleitungsmitglied von Schiessreinigungen. Herzlich willkommen und vielen Dank, Desiree Schiess. Herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg bei eurem tollen Projekt. Danke vielmals. Sie sind das KMU Schiessreinigungen. Wie geht es Ihnen?
Uns geht es insofern gut, dass wir nach wie vor arbeiten dürfen. Also bei uns war nie die Situation, dass wir gar nicht mehr haben dürfen, unsere Arbeit ausführen. Aber auch wir haben Restriktionen im Privathaushalt, bei Firmen. Also ich glaube, es trifft wirklich halt alle KMUs. Aber jetzt müssen wir optimistisch sein, dass es mit den Lockerungsmassnahmen, die kommen, dass es wieder aufwärts geht. Gut, danke vielmals Ihnen beiden. Alles Gute. Und natürlich auch, dass ihr möglichst schnell wieder so tolle Spiele machen könnt im Badminton-Club Adliswil. Danke vielmals, Desiree Schiess und Adrian Zu. Danke vielmals. Ja, diesen Teil den haben wir aufgezeichnet vor der ursprünglichen Sendung, damit nicht zu viele Leute im Studio sind, dass wir uns an die Vorschriften halten. Ich möchte noch schnell Ralf und Marcel zum Schluss darauf zurückkommen, was sind denn möglicherweise die Lehren daraus jetzt aus dieser Krise. Die Wirtschaft, da haben wir jetzt angefangen zu spüren, alle, die ist so vernetzt, die ist so voneinander abhängig, dass wenn ein Zahnrädchen rausgeht, ist die Gefahr, das ganze System zusammenbricht. Was hast du das Gefühl, werden wir Lehren daraus ziehen? Wird sich etwas entflechten? Werden wir etwas ändern? Ich glaube schon. Also es ist eine einmalige Situation für die Schweiz und ich hoffe, dass wir die in dieser Form auch so nehmen werden. Und ich glaube, was mich auch persönlich sehr betroffen macht, ist natürlich die vielen kleinen Unternehmen, oder, wo man merkt, dass halt wirklich die Liquidität, also das Geld, das man jeden Tag braucht, um zu arbeiten, halt doch sehr knapp ist. Und ich glaube, man wird wahrscheinlich in der Zukunft in verschiedensten Branchen probieren, dort ein anderes Fettpolster anzufressen, auf Deutsch gesagt. Und ich hoffe, dass dort die Lehren vor allem rausgezogen werden. Auf der anderen Seite soll jede Krise Chancen geben, finde ich, für den Sport, so wie aber auch für die Wirtschaft. Und ich glaube, man kann auch innovativ werden in so einem Moment. Und ich habe mega Freude, wenn ich sehe, wie viele Unternehmer heute innovativ werden und das Beste probiert zu machen aus dieser Situation. Das finde ich hervorragend. Und ich glaube, ja, was soll ich sagen? Als Sportler lernt man das auch. Oder? Der dänische Umkehr muss nicht bleiben liegen, sondern man steht wieder auf und geht wieder und probiert es wieder herzubekommen. Und ich hoffe, dass das Kollektive, das durch den Bundesrat eigentlich, angetrieben worden ist, wo ich muss sagen, wo man als Schweizer auch stolz sein kann, dass die Bevölkerung so mitmacht, dass wir das auch in Zukunft werden können mitnehmen. Und die Wirtschaft spielt eine wichtige Rolle. Es wird ja Konjunkturpakete geben, es wird Unterstützung werden kommen. Aber auf das allein darf man sich nicht verlassen. Oder? Also man muss die Lehren ziehen können und ich glaube, ein bisschen mit mehr Reserve schaffen und denken in der Zukunft. Und so, dass immer mehr, immer noch, wie soll ich sagen, noch mehr rausholen, immer noch mehr Geld verdienen. Logisch, wir haben jetzt viele gemerkt, oder, dass die Wirtschaft muss wachsen, sonst geht sie bach ab. Aber dass man vielleicht darauf kommt, weniger ist vielleicht doch mehr im Endeffekt? Ja, oder vielleicht anders. Man lernt im Wirtschaftsstudium ja, kein Fortschritt ist Rückschritt, Stillstand ist Rückschritt. Und ich glaube, man muss vielleicht auch so in disruptiven Themen sich mal überlegen, ja, was bedeutet es denn, wenn man es anders macht als bisher? Und kann man die Wertschöpfung mit anderen Formen gleich behalten? Und Wertschöpfung bedeutet auch Gewinn realisieren. Oder? Das finde ich match entscheidend. Und da möchte ich gerne, dass wir aus der Wirtschaft und eben Sport etwas daraus dürfen lernen. Was hast du das Gefühl, sind die Lehren im Sport daraus? Dort haben wir ja auch Olympia immer grösser, immer noch mehr, immer noch perfekter. Jetzt muss man nicht gerade wieder neue Spiele machen, aber doch vieles neu aufgleisen. Merkt man vielleicht dann, dass es nicht 150%ig perfekt muss sein, dass da vielleicht 90% auch wieder gelangen? Aber kommt immer auf welche Brille, dass man anleitet. Der Spitzensportler per se hat ja den Anspruch, dass jedes Detail stimmt. Das hat aber nicht per se schon mit ganz viel Finanzen zu tun. Und dort glaube ich schon auch, der Marcel hat gesagt, dass der Sport wird lernen, aus kommerzieller Sicht sich ein Polster zuzutun. Nicht überall immer am Limit zu laufen, das Geld eigentlich schon auszugeben, bevor man es im Sack rein hat. Der muss sich irgendwo auf der kommerziellen Seite ein bisschen gesund schumpfen. Und wenn man aber eine andere Brille anschaut, die Wichtigkeit des Sports für die Gesellschaft, dann denke ich, dass es durchwegs positive Auswirkungen hat. Die Leute spüren, wenn sie zu Hause sind, wie gut eine Bewegung tut, das Miteinander, das Gegeneinander, das Nebeneinander. Und das wird den Sport auch stärken, die aktuelle Situation auf dieser Schiene. Preistreiberei in den Profisportarten, hast du das Gefühl, man wird vernünftiger? Es ist zu hoffen, dass man vernünftiger wird. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Es wird oft Geld ausgegeben, bevor man es hat. Alle laufen am Limit, den Anschlag. Das kleinste Windchen kann ganz System schon zu Boden bringen. Und, ich glaube, jetzt gehen wir da einen Sturm aktuell. Und der hilft hoffentlich, das Ganze gesund zu schrumpfen. Deine Athletinnen und Athleten, eben, da hat es ja Profisportler und andere. Was glaubst du, merkst du, ist die grösste Sorge jetzt wegen dieser Verschiebung von Olympia von denen?
Da geht es wie in anderen Branchen um Existenzen. Das sind oft kleine Unternehmen, Einzelsport, eine kleine Sportart, die das durchgerechnet haben. Wie kommen sie durch die Saison durch? Die Reise kostet so viel, die Traineranstellung kostet so viel. Die Ausrüstung für die Sportbetriebe kostet so viel. Also die laufen oft jetzt schon am Limit. Und jetzt mit dieser Verschiebung für die Olympischen Spiele, 4-Jahres-Zyklen, laufen die Sponsorenverträge aus. Das wird eine riesige Herausforderung für alle, hier die Budget wieder zusammenzukriegen. Schon nur ein Jahr länger und auch zum Karriere weiterplanen. Ja, und das ist dann natürlich gerade für die kleinen Sportarten, die in 4-Jahres-Zyklen denken, eine extreme Herausforderung. Danke vielmals, dass du da bist, Ralf Stöckli von Swiss Olympic, und danke vielmals Marcel Napierala von Medbase für den Besuch. Wir wünschen euch alles Gute und viel Erfolg. Und wir sehen uns wieder am 11. Mai wieder hier aus dem Studio von Teletop. Dann zu Gast ist der Adi Brünker, Cheftrainer von Paddy Winterthur, und der Werner Scherer, Präsident vom KMU und Gewerbeverband vom Kanton Zürich. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Bleiben gesund, machen Sie gut. Bis am 11. Mai. Sportdates ist präsentiert worden von Schiessereinigungen, Karl Erb AG, Kübler Heizöl und einem starken Wirtschaftsteam aus Winterthur.